Die haben 2019 die Marktverordnung geändert und dabei ist das wohl rausgekommen, dass sie auch Lizenzen eben nehmen für alkoholische Getränke. Also eine Schanklizenz habe ich gerade gehört. Ja, eine Schanklizenz. Das war jetzt noch nicht auf der Aufnahme, aber jetzt ist es drauf. Okay, dann sind wir alle gespannt hier. Ja, also das ist natürlich alle. Dann haben wir ja immer noch das Stromproblem, weil früher hat es die Bank uns ja netterweise übernommen. Ja, herzlich willkommen hier wieder im Hagener Süden auf Blue Frame Video. Heute wollten wir eine Veranstaltung preisgeben. Die Simone Binkowski ist hier. Ich denke, du bist die einzige Veranstalterin hier, habe ich so gehört. Ist das so? Also bis jetzt ja. Helfer sind natürlich gewünscht und habe ich Gott sei Dank dabei, die sich um den Strom kümmern, Elektrik kümmern. Und ich war dann für die Organisation für die Stadt und Lizenzen und neue Anträge. Mhm. Dafür bin ich zuständig. Ja, und dann gucken wir, wie es weitergeht. Also das hast du alles im Griff, das ist alles genehmigt? Das ist alles genehmigt. Die Stadt hat uns die Genehmigung erteilt, weil wir müssen auch Sicherheitsnachweise bringen. Ja. Und welcher Standbetreiber ist, was verkauft wird, mhm. Lizenzen mit alkoholischen Getränken. Auch wichtig, merkt euch das. Marktordnungsgebühren, Emissionsgebühren, damit wir die Nachbarn nicht so stören. Da wissen wir die Preise noch nicht ganz. Wir werden es abwarten. Und jetzt geht es erstmal darum, was wird denn hier für eine Veranstaltung abgehalten? Das haben wir noch gar nicht gesagt. Und zwar ist der Dala im Hagener Süden, der Dala Weihnachtsmarkt. Markt, ja. Der hat aber ausgesetzt. Wie lange? Also zwei Jahre ausgesetzt. Einmal das Jahr, als Corona war. Mhm. Und dann kam letztes Jahr die Flut ja dazu. Ja. Das heißt, unser alter Standort an der Märkischen Bank neben der evangelischen Kirche Dahl. Der Platz kann nicht genutzt werden, weil die Bank abgerissen wird. Ja, genau. Und dann hat uns Gott sei Dank die Bürgerhalle Dahl uns hier diesen Platz angeboten, den wir nutzen werden. Und ist natürlich Aufregung, weil alles neu ist. Ja, da stehen wir auch gerade an der Bürgerhalle Dahl. Ihr kennt die ja natürlich von der ganzen Veranstaltung hier. Die Simone hat die ganzen Plätze, ich nenne es mal einfach Buden oder Stände, ja, Stände, oder Stände ja, also egal. Aufgeteilt, wie das hier hinterher aufgebaut wird. Wichtig ist ganz, wann ist der Aufbautermin hier? Wann geht das los? Der Aufbautermin wäre wünschenswert, dass der am Mittwoch, den 23. passieren könnte, da am 24. ja auch immer hier der Markt noch ist, der ja. neuerdings hier im Vollmetall ist. Der Donnerstag, ne? Und ich hoffe, wir können uns gut arrangieren. Ansonsten beginnt der Weihnachtsmarkt am 25.11. um 17 Uhr und geht aber bis 23 Uhr. Ah, sonst okay. war es sonst 22 ja. Uhr und man traf mhm. sich dann anschließend bei Dragan. Ja, genau. Und jetzt hoffen wir uns, dass wir uns auf dem Weihnachtsmarkt treffen und dort den Glühwein und das Bierchen trinken, weil Bierverkauf ist neu auf dem Weihnachtsmarkt. Das ist was ganz Wichtiges, das könnt ihr euch merken. Auch die Hagener dürfen hier mal hinkommen. Wenn die jetzt den Hagener Weihnachtsmarkt mal satt haben, weil sie schon 5-mal da drüber gegangen sind, sind 18-mal Riesenrad gefahren, dann dürfen die gerne hier in den Hagener Süden kommen. Es ist ein bisschen schnuckelig klein hier, aber es lohnt sich. Alleine wegen der Verkaufsstände oder halt der Alkoholausschankgenehmigung, die jetzt hier vorliegt. Ja, die sind auch nette Sachen dabei, wie ein Leuchtfeuer und heißes Tribowitz und ja, nur noch heißer Holunderlikör. Ja, na also. Was mit Sahne. Von Marianne? Von Marianne oder von? Marianne macht dieses Jahr leider nicht mit. Ah, okay. Aber das hat dafür, die hatte den Eierpunsch ja immer, ja. die macht leider nicht mit. Und der heiße Holunder damals, die haben aus Altersgründen aufgehört. Ja, ja. Und das übernimmt aber netterweise der Förderverein des Kindergartens. Ach was, freuen wir aber drauf. Die Kinder freuen sich auch auf den heißen Holunder. Ja, schön. Nein. Und am Samstag ist dann, das müsste der 25. sein, mhm. oder der 26., also ich schwimme mich selber. Das könnt ihr nachhalten. Genau, schwimme ich selber. Dann beginnt ja um 15 Uhr, geht auch wieder bis 23 Uhr. Am ersten Advent sind wir diesmal nicht dabei. Das ist einfach auch personenbedingt, weil viele müssen am Montag wieder arbeiten und ja, okay. dann muss alles andere wieder abgebaut sein. Also Sonntag ist der erste Advent dann? Ja, genau. Ich habe gerade gehört, ihr habt so ein paar Highlights hier anzubieten. Was sind das für Highlights? Hoffentlich kommen die Autos hier durch. Ja, was sind das denn für Highlights, die ihr anbieten könnt und was für Tage sind das? Also,
An dem Freitag ist um 20 Uhr der Bläserchor des Hegerings dabei, die auch mit der Waldschule hier vertreten sind, um dann eben die heimischen Tiere auch darzustellen. Und man kann die Jäger fragen mit den Kindern, die können sich angucken. Man kann nachfragen, wer lebt noch hier, falls mal auch Waschbären im Garten sind, was man dagegen machen kann. Die gibt es hier, ja. Ja, aber wir selber haben sie auch im Garten. Und am Samstag singen um 17.30 Uhr der Schulchor der Grundschule Vollmetall. Und wir haben gerade gehört, das sind 130 Kinder, die kommen. Diese Zahl hatten wir noch nie. Nein. Und das wird sehr munter hier werden. Wir sind auch gespannt, ob wir alle Kinder unter einem Hut bekommen. Und der Nikolaus kommt anschließend. Okay, schön. Wir warten nur darauf, dass es auch der Nikolaus ist, der immer da ist, weil auch dieser hat Terminschwierigkeiten. Und um 20 Uhr an dem Samstagabend spielt noch der evangelische Posaunenchor. Was zusätzlich noch ist, die Kirche hat von 16.30 Uhr bis 20.30 Uhr geöffnet. Man kann die evangelische Kirche Dahl dann auch noch mal besichtigen, oh, die schön. Auch eben durch den Flutschaden sehr beeinträchtigt worden ist. Das ist beeindruckend, da mal hinzugehen. Ja. Ich wollte zwei Aufrufe starten, und zwar einmal der Nikolaus. Tatsächlich hat noch nicht fest zugesagt hier. Vielleicht hat einer von euch, hier die Dahler oder wer auch immer, Lust, das zu machen. Könnt ihr euch bei der Simone Pinkowski melden, denke ich mal. Ja, das ist machbar. Dein Kontakt geht auch über die Apotheke oder gar nicht? Jetzt im Augenblick, weil ich habe das Bedürfnis, Sonntag in Urlaub zu fahren. Das muss auch mal sein. Wie kann man dich erreichen? Entweder über Facebook. Ah ja. Facebook Simone Pinkowski. Ja. Ganz normal anschreiben. E-Mail-Adresse, aber ist auch simonebinkowski@web.de. Kann man mich auch anschreiben. Und WhatsApp, aber der Handynummer wollte ich nicht ganz so schnell rausgeben. Nein, aber das reicht Facebook auch. Ja, genau. Ist okay, und ich werde mich da melden. Ja, also wer sich dazu fühlt, hier den Nikolaus zu machen, berufen gefühlt, wollte ich sagen, der kann sich melden auf jeden Fall. Und eine zweite Sache haben wir noch, die ganzen Stromleitungen hier. Es sind noch sehr stromintensive Stände, die hier sind. Und da hat vielleicht der ein oder andere Lust, was zu spenden für die Stromkosten. Das ist nämlich noch nicht so zusammen. Und da spreche ich euch an, ob ihr da Bock zu habt. Und das geht alles über die Simone. Und dann haben wir das auch glatt gezogen. Ja, das ist, sonst hat die Bank konnte uns immer, war netterweise immer dabei und hat uns die Stromkosten übernommen. Mhm. Aber dadurch, dass wir kein eingetragener Verein sind, ist das schwierig für eine Bank, das zu spenden, eben das in Geldform. Ja, ja. Und das ist, wir sind eine Gemeinschaft hier, und die Dekostände tragen natürlich auch die Stromkosten der größeren Stände, der Ess- und Fressstände mit. Und das ist natürlich dann auch nett, wenn wir so eine kleine Spende haben. Ja. Das wäre für uns sehr angenehm, weil dann auch die Spende hinterher, weil wir 10% unseres Gewinns immer spenden. Und das sind mittlerweile 4 Spendeorte. Das ist einmal der Förderverein Grundschule Vollmetall, der Kindergarten Dahl. Dann ist es das Altenwohnheim Dahl und das Haus der Lebenshilfe oben in Rummenol. Die bekommen im Wechsel der Jahre immer eine Spende dann von uns. Ja, das finde ich sehr gut. Also ihr müsst 3 Dinge beachten. Erstmal müsst ihr für den Kinderchor Gehörschutz mitbringen, weil 130 Kinder, die können, glaube ich, sehr viel Lärm machen. Dann denkt an die Spenden, vielleicht habt ihr Bock da drauf. Und ihr müsst Zeit mitbringen, weil die Uhrzeit abends ist jetzt erhöht worden bis auf 23 Uhr. Und da kann man schön gemütlich hier auch feiern. Was wünscht ihr dir für ein Wetter? So wie jetzt langsam abends wird kalt und trocken. Das ist das beste Wetter. Ja. Und okay, Schnee. Es kann dann am Mittwoch schneien, aber am Freitag und Samstag soll es möglichst trocken werden. Ja, damit es trocken ist. Und so wie jetzt. Ne? So wie jetzt, ja. Jetzt so langsam wird es uns auch kalt. Ja, genau. Mir wird es auch kalt, aber damit kann man mit Glühwein kann man sich ja auftanken. Ja, genau. Das ist donnerstags im Moment auch hier auf dem Wochenmarkt in Dahl. Gibt es auch Glühwein inzwischen. Könnt ihr auch vorbeikommen. Ist eine tolle Sache. Ja, vielen Dank für die ganzen Informationen. Danke. Also, ach so, ich bin übrigens auch da auf dem Weihnachtsmarkt. Wer mich sehen möchte, der kann kommen. Sollte kein Problem sein. Ja, ansprechen immer wieder. Ne? Dann schönen Urlaub, und wir sehen uns auf jeden Fall wieder. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder. Ich danke dir. Tschüss, ich habe zu danken. Ja.